Okay, Hand aufs Herz. Weißt du, wie man richtig Produktfotos macht? Also Produktfotos, die auch Kunden dazu verleiten, direkt zu kaufen, ohne sich vielleicht sogar noch den Wettbewerb anschauen zu müssen. Weißt du, wie viel Geld du mehr verdienen kannst mit den richtigen Produktfotos, wie du deine Conversion Rate durch die Decke gehen lassen kannst? In diesem Interview habe ich einen Experten am Start, der dir genau erklärt, wie das funktioniert. Bleib dran. Herzlich willkommen, Mohammed, hier auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Ich glaube, wir sind heute bei Nummer 2. Du warst schon mal, ich glaube, vor 2 Jahren bei mir dabei, ne? Das ist richtig, ja. Genau. Alle, die keine Lust haben, zurückzuspulen und sich das alte Video anzuschauen und den Mohammed noch nicht kennen, würde ich dich bitten einmal, dass du dich vorstellst, wer du bist, was du kannst und was du tust. Ja, schönen guten Tag. Hallo, ich bin der Mohammed. Ich bin 83er Jahrgang, Inhaber und Geschäftsführer der Firma Al-Hakim E-Commerce GmbH, bin Produktfotograf, Amazon-Händler, eBay-Händler, betreibe noch 4 Online-Shops und spezialisiert auf Produktfotografie und biete meine Dienstleistungen in diesem Bereich für Händler an, die im Bereich der Produktfotos nicht zu stark sind oder nicht allzu stark sind und sich auf diesem Gebiet viel weiter verbessern möchten. Und dafür führen wir heute das Interview. Jawohl, richtig. Produktfotografie, das waren bei mir auch die schlimmsten Anfänge überhaupt. Ja, als ich das erste Mal auf Amazon gelistet habe. Ich hatte keine Ahnung, dass die alle auf weißem Hintergrund fotografiert werden müssen. Ich lese ja nicht die Term of Service. Ich mache da meine Fotos und stelle es rein. War natürlich einfach an der Wand gestellt. Ja, wie gesagt, das ist das beste Foto ever, bis sie uns gesperrt haben. Ja, mit der freundlichen Aufforderung, doch bitte jetzt mit weißem Hintergrund zu fotografieren. Genau, ja. Ja, und das war dann für uns denn so der Startschuss, wo wir uns überlegt hatten, ja, machen wir das eigentlich oder suchen wir uns da einen Fotografen, der sich wirklich damit auskennt? Weil, ja, es ist ja nun mal so, wir reden hier von Foto oder über Fotografie und nicht vom Knipsen. Das ist immer ein Unterschied. Genau. Knipsen, genau. Das kann jeder. Kann jeder. Genau. Aber wirklich fotografieren, so dass die Produkte auch im rechten Licht erscheinen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Beleuchtung, die du drumherum aufstellst, sondern wirklich dann auch triggern. Den Kunden dazu überzeugen, das Produkt jetzt in den Warenkorb zu werfen und sich dann das zuschicken zu lassen von Amazon. Ich glaube, das ist das große Geheimnis. Und da hast du auch, glaube ich, den größten Hebel an der Stelle. Genau, also da versuchen wir natürlich, jeden Tag uns auch weiterzubilden. Also das Niveau von vor 2 Jahren oder von vor 4 Jahren ist nicht das, was wir heute anbieten, ganz klar. Und auch, das wird auch nicht sein, was wir in 10 Jahren anbieten werden oder in 5 Jahren, da bin ich mir zu 100% sicher. Also nach dem Motto, wer rastet, der rostet. Ne? Da muss man sich permanent weiterentwickeln. Ja, klar, natürlich. Schau dir doch die Fotos an auf Amazon. Die sind großartig. Mhm. Egal von welcher Nationalität die da bereitgestellt werden. Manchmal erstarre ich wie die Maus vor der Schlange, wenn ich sehe, was die Asiaten da für Fotos plötzlich raushauen. Ne? Also ich habe mal, die Geschichte muss ich noch gerade erzählen. Ich habe mal vor 2 Jahren habe ich mal eine Agentur beauftragt, die haben es vorher noch nie gemacht. Ja? Eine Agentur beauftragt, für mich Fotos zu machen. Ja, in China. Weil ich dachte, okay, wenn die Ware noch unterwegs ist nach Deutschland, dann könnte ich schon mal anfangen, die Fotos zu schießen. Die haben sich die teuerste Kamera überhaupt gekauft. So eine richtig lächerlich teure Nikon für 5.000 Euro oder so. Aber die hatten keine Ahnung, wie das Ding zu bedienen ist. Die hatten keine Ahnung, was eine Blende ist. Ja, die wussten nicht, was eine Belichtungszeit ist. Ja, die haben mit einer halben Minute oder ja, mit 10 Sekunden 5 Sekunden Belichtungszeit aus der freien Hand fotografiert und haben sich gewundert, dass das Ding verwachselt ist. Ja, logisch. Und ich habe mir gedacht, ey Leute, ihr könnt doch, also ich bin ja schon nicht der Experte im Fotografieren, ne? Aber das hätte ich jetzt tatsächlich auch noch gewusst. Ja. Aber die hatten wirklich keine Ahnung. Die dachten, die können das echt mit Technik und mit Geld erschlagen. Aber das ist nicht so. Nein. Gerade je teurer die Kamera ist, desto mehr Einstellungen hat sie. Und da muss man sich natürlich damit auch auskennen. Also ein Handy einfach irgendwie hinhalten, einfach einmal abknipsen und fertig, das ist viel einfacher. Da muss man gar nichts können. Aber sobald man in den professionellen Bereich anfängt, da muss man wissen, was eine Blende ist, was ein ISO ist, was eine Verschlusszeit ist, wie die sich auch zueinander verhalten. Und das ist halt das Wichtigste. Ne? Ich kann jetzt nicht zum Beispiel auf Blende 12 und noch mehr gehen und dann irgendwie mit einem Auslöser von 2 Sekunden und erwarten, dass es alles freie Hand geht. Das geht natürlich
technisch. Aber ja, das ist natürlich, das ist ja auch nur ein Grundbereich in der, der Produktfotografie. Ne? Das ist ja nur eines der vielen Säulen, die einen Produktfotografen ja auch ausmachen. Also das ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Ne? Also der gute Koch muss sein Herd benutzen können, aber der ist kein Meister darin, ein Herd zusammenzubauen. Genau, da muss man wissen, wie er ihn einstellen muss. Ja? Das ist ein wundervolles Beispiel, kann jeder nachvollziehen. Ja? Du kannst noch so einen teuren Herd haben, wenn du damit nicht umgehen kannst oder wenn du die Gerichte einfach zu lange drauf stehen lässt, dann verbrennen die auch auf dem teuren wie auch auf dem billigen. Genau. Ja, war ganz spaßig. Ne? Und ich habe mir vieles angeeignet damals übers Internet. Da gibt es so verschiedene Fotokanäle. Vielleicht kennst du den Ben Jaworski, der kam glaube ich auch aus Berlin damals. Lern von Ben, den habe ich mal ein bisschen verfolgt. Und also ist jetzt keine Werbung, ich kriege auch kein Geld von dem Ben, ja. Aber der macht ganz cool, der hat so ein Einsteiger-Tutorial, der erklärt dir, was eine Blende ist, was ein ISO ist, was eine Belichtung ist und wie das zueinander passt und wie man die Kameras einstellt und so weiter und so fort. Weil jetzt müsste ich dir nämlich das Wort überlassen, weil jetzt geht es um ein wirklich wichtiges Thema und ich glaube viel wichtiger als das, wie man eine Kamera einstellt, sondern die Psychologie, die dahinter steht. Ja, was genau muss ich fotografieren? Wie muss ich es fotografieren? Welche Stimmung muss ich haben, damit ich den Kunden überzeugen kann? Und da würde ich dich bitten, dass du uns das jetzt einfach mal näher bringst. So, die allererste Frage ist natürlich, die sich jeder stellt, was ist denn so wichtig an Fotos? Ja, der Asiate würde sagen, es ist doch nur wichtig, dass man das Produkt da drauf erkennt, ist doch egal, wie das Bild letztendlich aussieht. Aber was ist denn jetzt so wichtig daran? Schweifen wir ein bisschen weiter zurück. Und versuchen erstmal zu erkennen, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Und das ist viel wichtiger. Wie viele Wörter kann ich pro Minute lesen? Statistisch betrachtet zwischen 350 und 400 Wörter kann ich pro Minute lesen. Wenn ich ein Bild innerhalb 2 Minuten lang komplett anstarre, wie viele Wörter kann ich daraus erzielen? Zum Beispiel nehmen wir so eine schöne Landschaft mit einem Auto, ist sogar ein Marken-Premium-Sportwagen-Auto, es ist eine Frau und ein Mann drin, hinten ein Hund. Stell dir das einfach mal vor, das liest du gerade. Es ist eine schöne Abenddämmerung, es regnet vielleicht noch leicht, es gibt sogar noch eine leichte Spiegelung, das Licht an der Straßenlaterne brennt, eine Frau geht noch mit ihrem Hund Gassi hinten, eine schöne Villa, hier ist noch ein Ziegelstein kaputt. Wenn du das alles aufschreiben möchtest, wie lange würdest du dafür brauchen? Und vor allem, wie lange bräuchte der Leser, um genau das, was du meinst, zu verstehen? Eine Stunde Minimum, oder? Ja, also eine Stunde, schön. Dann müsst ihr jetzt einen Buchautor fragen, der wird das wahrscheinlich einfangen. Es ist ja aber auch nicht nur so, dass du die Szene erfasst, sondern auch eine Stimmung gleich mitnimmst. Genau, das kommt ja doch dazu. Das heißt, das menschliche Gehirn ist in der Lage, ca. 30.000 Wörter pro Minute zu erfassen, wenn man ein Bild 2 Minuten lang sich anschaut. Deswegen sagt man auch, ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Es kommt von da zurück. Also es hat schon eine wissenschaftliche Bedeutung auch vor allem. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, die Bratpfanne besteht aus 5 Schichten, jede einzelne Schicht hat eine bestimmte Funktion, es ist induktionsfähig, ich kann sie für verschiedene Herde benutzen, ich kann sie unbegrenzt wieder neu beschichten lassen, es ist eine Edelstahlschicht und so weiter und so fort. Wie lange bräuchte ich dafür? Sehr lange. Packe ich das Ganze in einem Bild visuell dargestellt, schön aufbereitet, dann erfasse ich die gesamten Informationen binnen 2, 3 oder 4 Sekunden komplett. Was hat das für einen Vorteil? Das hat den Vorteil, dass erstens der Kunde sehr wenig Zeit hat. In der Regel scrollt der Kunde hin und her, meistens abends oder während seiner Mittagspause und schaut sich irgendetwas an. Da stehen jetzt endlange Texte zu dem Produkt, zu der Qualität und da ist noch ein bisschen Keyword-Spamming mit dabei oder sehr oft sogar. Und der Kunde möchte das nicht unbedingt alles lesen. Es ist zwar gut, dass man seine Texte sehr gut aufbereitet. Das dient erstens dem Algorithmus, zweitens, wenn der Kunde noch weitere Fragen hat, dann kann er sich die Fragen, die Texte nochmal durchlesen. Aber wenn er sich die Bilder anschaut und die Fragen, die der Kunde an dieses Produkt stellt, in den Bildern beantwortet bekommt, warum soll dann der Kunde sich die Bullet Points durchlesen, den gesamten Content, ist es sogar vielleicht noch ein A-Plus-Kunde, da ist ja noch mehr Text reingesteckt, dann verbringt er vielleicht 30 Minuten auf sein Listing. Warum soll er das tun? Ja. Ich habe alle meine Informationen, die ich benötige, in den Bildern, und zwar kategorisiert nach der Wichtigkeit der Keywörter,
Das heißt, ich benutze zum Beispiel ein Analyze-Tool. Das ist jetzt keine Werbung, aber wir benutzen bei der Produktrecherche für die Produkte, die wir haben, also die wir für unseren Kunden erstellen, benutzen wir das Analyze-Tool. Link kommt unten drunter. Daneben kommt mal der Link zu meinem Lieblingstool. Das hört auf den Namen Helium 10 und dann kann sich jeder aussuchen, was er gerne haben möchte. Genau, also wir benutzen die kostenlose Extension. Also wir haben jetzt nicht das kostenpflichtige. Ah, okay. Das kostenlose Extension, das reicht vollkommen. Ja. Das reicht auch die Amazon Suggestions. Ne? Mhm. Davon kann man auch sehr viel Informationen ableiten. Das heißt, in dem Falle, wenn ich zum Beispiel eingebe, ich habe da einige Beispiele rausgesucht, zum Beispiel Ledertasche. Wenn ich eingebe Ledertasche, dann kommt als erstes Herren oder Damen, dann kommt als zweites Schwarz, dann kommt vielleicht Leder, verlängerbarer Gurt, 5 Taschen oder also 5 Innenfächer, Metallreißverschluss mit Handyfach, ohne Handyfach und so weiter. Und das kann man sehen und so erkennt man eigentlich dann, was der Kunde an Fragen hat, die er im Bewusst eingibt, wenn er nur Bauchtasche eingibt. Das sind Fragen, die der Kunde hat. Und bevor der Kunde sich diese Antworten in dem Listing mühselig raussucht, beantworten wir sie direkt aktiv, ohne dass er sie uns gestellt hat. Weil nicht jede Bauchtasche ist gleich eine Bauchtasche. Die eine besteht aus Stoff, die andere besteht aus Leder. Die eine hat einen verlängerbaren Gurt, die andere hat keinen verlängerbaren Gurt und so weiter und so fort. All diese Informationen kurz, knackig, wichtig, sortiert nach der Relevanz, also nach der Wichtigkeit, die wir von Analyze rausziehen oder auch von dem Amazon Suggestion, die in uns in der Suchanfrage rausgegeben werden. Die suchen wir raus, priorisieren sie nach der Wichtigkeit und designen dann dementsprechend unsere Bilder. Das haben wir vor 2 Jahren zum Beispiel nicht gemacht. Also wir haben uns zwar mit der Fotografie, mit der Grafikdesign, die Erfahrung als Händler, da ich ja selber sehr lange Händler bin, mich damit beschäftigt. Aber ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, was ist das überhaupt? Wie kann ich das bezeichnen? Wie kann ich das verstehen? Wie kann ich das abstrakt darstellen? Was mache ich überhaupt den ganzen Tag? Und dann ist das eigentlich nichts anderes als eine reine Verkaufspsychologie. Also was wir machen, ist nicht nur die Fotografie oder das Grafikdesign. Das kann ja jeder machen. Jeder, der ein bisschen Photoshop kann, kann irgendwas freistellen, ja, Farben ändern etc. Ja, aber das sind aber 2 Jahre, 3 Jahre Übung und dann ist das eigentlich kein Problem. Fotografie genau das Gleiche. Ich erkläre dir nur, was Blende ist, ISO ist, 2 Stunden Workshop und dann kannst du gut fotografieren, einigermaßen. Aber was brauche ich? Also die Essenz, das Ganze zusammenzustellen, das, ich sage das immer als Beispiel wie ein Formel 1 oder Pole Position. Was muss ich alles haben, um den ersten Platz bei der Formel 1 zu belegen? Den besten Fahrer alleine reicht nicht. Das schnellste Auto alleine reicht nicht. Das beste Team, die besten Mechaniker reichen nicht. In jeder Sparte brauche ich den Besten in seinem Know-how, weil nur dann kann ich den ersten Platz erreichen. Hm. In der Produktfotografie, ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Beste bin, um Gottes Willen, ne? Aber es gibt sehr viele Agenturen, die auch gute Arbeit leisten, aber ich beschäftige mich aktiv damit. Die Essenz von der Produktfotografie ist nicht nur schöne Bilder zu gestalten, sondern auch die Produkte emotional darzustellen, die auf die Fragen zum Beispiel direkt zu antworten, das Ganze so visuell darstellen, anstatt zu schreiben, zum Beispiel Schicht 1, Schicht 2, Schicht 3 oder Produkt 1, Produkt 2, Produkt 3 oder die Farben aufzuzählen, einfach das Ganze visuell dem Kunden darstellen. Ja. Der Kunde versteht all diese Informationen, die er benötigt und dann entsteht die Kaufentscheidung. Und unser Motto ist halt immer vom Warenkorb, von der Galerie zum Warenkorb. Das ist so einfach wie möglich. Ja, die Fragen von dem Kunden beantworten, das ist ein guter Punkt, weil der Kunde hat ja erstmal Fragen. Also erstmal ist der Kunde ja unsicher, ob das Produkt überhaupt für seine Zwecke einsetzbar ist. Und das muss man ja schon in den Fotos erklären können. Ja, das ist der Königsweg. Wenn du es da erklären kannst, dann brauchst du es nicht in den Bullet Points zu erklären. Du sagtest, du kriegst die Fragen von Analyze oder von der Autosuggest. Hast du auch schon mal Answer the Public probiert? Answer the Public ist bei mir sogar in den Favoriten abgespeichert. Gut, das heißt, da gehst du rein und guckst, okay, was. Also das ist zum Beispiel nochmal so ein Tipp, dass man einfach da reingeht und sagt, hey, wo gibt es eigentlich die meisten Fragen? Also wir nutzen jetzt nicht Answer the Public, wir nutzen ein anderes Tool, das heißt Searchmetrics. Hallo, Markus. Unten drunter auch den Link, das ist eigentlich ein SEO-Tool, aber da werden auch solche Fragen eben aufgeworfen, wenn man solche Texte schreibt. Mhm. Jetzt sagtest du, Fragen, haben wir einen Haken dran, wir wissen, welche Fragen der Kunde zu dem Produkt hat. Jetzt sagst du Stimmungsbilder und das ist natürlich etwas, das geht ganz tief in die Psychologie der Nutzer rein. Ja? Genau. Und da habe ich auch lange dran rumgedoktert, lange probiert,
herauszufinden, wie funktioniert das beste Bild? Wo muss man darauf einsteigen? Wer ist der Käufer? Ist das die erste Frage, die man sich stellt? Wer kauft das Produkt? Oder wo fängt die erste Frage da an, um überhaupt eine Stimmung zu kreieren, die passt? Also erstmal muss ich wissen, wer überhaupt meine Zielgruppe ist. Der Käufer. Verkaufe ich zum Beispiel, also nicht meine Zielgruppe als Produktfotograf, sondern ich rede nur mit dem Endkunden. Ja, ja. Mein Auftraggeber, der steht zur Seite, der gibt mir sein Briefing, der schickt mir sein Produkt und dann trinkt er seinen Kaffee, bis sein Produkt fertig ist und dann ist es so gut. Mhm. Ich kommuniziere mit dem Endkunden. Das heißt, nehmen wir mal an als Beispiel, ich verkaufe einen Dia-Scanner. Ein Dia-Scanner. Kennst du doch die alten Dias, ne? Du scannst deine Dias und dann kommen dann die digitalen Bilder und dann kannst du die halt ausdrucken und dann hast du eine schöne Erinnerung. Wer kauft sich einen Dia-Scanner? Ein 20-Jähriger? Mein Vater, der ist 80. Dein Vater, richtig. Hm. Was möchte dein Vater mit dem Dia-Scanner? Möchte er wissen, wie schnell jede Dia gescannt wird und was für ein Chipsatz da drin ist und welche Farbe das ist und wie lang der Kabel ist? Oder möchte er seine Erinnerung aus seiner Jugend haben, als er seine heiße Flamme getroffen hat, als er geheiratet hat, als er seine Kinder bekommen hat? Also, als er seine Kinder bekommen hat, als seine Kinder geheiratet haben. Die ganzen schönen Erinnerungen. Das möchte er haben. Das sind Emotionen. Emotionen heißen nicht, dass die Technik von innen komplett aus Plastik ist oder aus geschliffenen Edelstahl und so weiter. Das sind technische Daten. Die kann ich vielleicht am Rand irgendwo erwähnen. Aber ich möchte die Emotionen in ihm wecken. Ein Fotorahmen. Wir haben letztens einen Auftrag gehabt. Der Rahmen besteht aus Bambusholz, unheimlich, umweltfreundlich. Ich sage, ey, was ist wichtiger? Permanent auf Bambusholz rumzureiten oder zu sagen, behalten Sie Ihre schönsten Erinnerungen. Schöne Stimmung machen, wenn dein Kind auf die Welt kommt. Unser Wand zu Hause, wir haben 200, meine Frau, die liebt Fotorahmen über alles, wir haben 300, 400 Bilder zum Teil an der Wand hängen, von allen möglichen Situationen. Wenn du dann entlang an die Wand gehst und du bist deprimiert, auf einmal geht es dir wieder besser, weil du einfach auf einmal die ganzen schönen Erinnerungen wieder hast. Das musst du dem Kunden verkaufen. Sport. In jegliche Situation. Wir haben jetzt hinten gerade, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich zeige das mal kurz hier. Das ist ein Whirlpool. Wir haben gerade einen riesen Auftrag über Whirlpools, was wir fotografieren. Genau das Gleiche, wenn wir hier auch machen. Wir bringen Stimmung rein. Du sitzt da mit deinen Freundin, mit deinen Freunden, mit deinen Kindern, mit deinen Haustieren. Ne, es ist schön warm, du hast Spaß daran. Wie schnell die Pumpe umwälzt und so weiter, sind natürlich wichtige Fragen. Keine Frage, das beantworten wir auch in den Bildern. Aber es geht uns nicht primär darum. Wir machen keine technische Zeichnung. Wir machen auch keine Bedienungsanleitung. Wir sagen zum Beispiel, die Pumpe kannst du so anschließen, der Ventil und so weiter, das Hartplastik bricht nicht, bla bla bla, all diese Infos. Aber das Bild selbst, das ist eine glückliche Familie, jemand genießt seinen Drink, es ist schön warm, es ist im Sommer und das ist wichtig, die Emotion. Wenn du das Produkt kaufst, wir gehen nicht darauf ein, dem Kunden zu sagen, so funktioniert der Kaufvorgang. Das weiß er, das brauchen wir nicht zu erklären. Was wir ihm erklären, ist, was danach kommt. Wie wirst du dein Produkt benutzen? Wie ist die Ich-Perspektive, also aus Kundensicht, wenn du das Produkt in der Hand hältst und damit trainierst, wenn du damit irgendwelche Übungen machst? Wie wirst du dich dabei fühlen? Das müssen wir dem Kunden beantworten, in den Produktbildern. Er muss sich angesprochen fühlen, er muss quasi interagieren damit mit dem Ganzen. Und wenn man den Käufer, also den Endkunden kennenlernt, die Zielgruppe kennenlernt und weiß, wie diese Zielgruppe tickt, möchte sie per Du angesprochen werden, möchte sie per Sie angesprochen werden, in Dia-Scanner gerät als Beispiel, da würde ich nicht sagen, hol dir deine geilsten Erinnerungen. Da würde sich wie eventuell die alte Dame nicht angesprochen fühlen. Weißt du, was ich meine? Also wahrscheinlich nicht. Ja, mein Vater, wäre sauer, wenn er so angesprochen werden würde. Ja. Und umgekehrt, vielleicht der junge Bursche, der sich eventuell so ein Smart Key holt zum Beispiel, ja, der würde es nicht unbedingt toll finden, gesiezt zu werden. Das sieht ihm dann so ein bisschen trocken aus und so weiter. Der möchte dann so ein bisschen locker flockig angesprochen werden. Auch dementsprechend natürlich das Design, die Farben, die müssten fresh aussehen. Das andere muss eher so neutral Business. Es gibt immer verschiedene Stufen. Es hängt vom Produkt ab und von der Zielgruppe. Also es ist sehr spannend, was du sagst. Vor allen Dingen diese Psychologie, die du jetzt gerade beschrieben hast, die
Die kommt ja immer wieder. Die ist jetzt ja nicht gemünzt nur auf Produktfotografie. Das, was du gerade beschrieben hast, das wird auch im E-Mail-Marketing sehr oft eingesetzt. Ja? Im Prinzip ist es ja so, ich verkaufe ja keine Pille zum Abnehmen, um das jetzt mal ganz platt zu sagen. Genau. Ja? Also ich verkaufe Schönheit, Ich verkaufe Wohlfühlen. Ich fühle mich gesund, meine Freunde bewundern mich, weil ich plötzlich so gut aussehe, ich kann mich besser bewegen. Also ich verkaufe das Gefühl, was danach entsteht, nachdem ich das Produkt erfolgreich eingesetzt habe. Richtig. Und das funktioniert bei der Produktfotografie wahrscheinlich ganz genauso. Genau. Okay. Also das muss man wissen. Ne? Das kann man gut kombinieren. Das Bild beispielsweise im Amazon-Listing kann das kommunizieren, aber auch die Bullet Points. Und wie du schon sagtest, diese technischen, langweiligen Details, die würde ich unten in der Produktbeschreibung reinschauen. Wer das wissen will, der findet das auch unten. Ja? Genau. Das ist nicht der Sinn und Zweck, weshalb wir das Produkt uns kaufen möchten. Also zum Beispiel diese Maus, das ist eine Logitech MX 2, glaube ich. Warum habe ich sie gekauft? Ich kann mir auch so eine billige Maus für 10 Euro kaufen, zum Beispiel. Was hat diese Maus, was die anderen Mäuse nicht haben? Ne? Die benutze ich zum Beispiel. Oder mein Grafiktablet. All diese Fragen, ne, muss ich von vornherein dafür ein Gefühl entwickeln, was sie mit mir machen und wie ich mit diesen Produkten mich weiterentwickeln kann. Das ist ja auch natürlich irgendwo auch so ein sozialer Kontakt oder auch so eine soziale Anerkennung unter anderem auch. Das ist auch wichtig, warum kauft man sich einen Porsche, ne, und nicht fährt Fahrrad? Also es sind auch Symbole zum Teil. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel Schmuck fotografiere, einen Edelschmuck am besten aus Gold oder mit Diamanten oder mit Perlen, dann setze ich jetzt nicht als Stockmodel oder allgemein als Model so ein Schlabberanzug, sondern die sollen ein schönes Kleid haben, eine schöne Atmosphäre. Man möchte sich damit wiedererkennen. Das sind Symbole. Ne? Also man möchte in der Gesellschaft auch irgendwo wahrgenommen werden. Ja, Apple macht das zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Also Apple macht das am besten, meiner Meinung nach. Ja, die haben das wirklich drauf. Die wissen, wie sie ihre Produkte gut an den Mann bringen. Die langweilen die Leute auch wenig mit technischen Details. Die sagen einfach nur, es ist das beste Produkt, was wir jemals gemacht haben. Also das schnellste iPhone, was wir jemals gemacht haben. Klar. Ja, Tim, das ist ja das Neueste. Ihr macht ja kein langsames iPhone in der nächsten Generation. Ja, also das braucht man gar nicht zu sagen, aber allein das reicht schon, ja. Das funktioniert definitiv. Ne? Ist ganz spannend. Ich glaube, das kannst du vielleicht bestätigen, dass einige Händler das im Bereich der Produktfotografie noch gar nicht so verstanden haben. Und das haben auch, glaube ich, die Asiaten noch nicht so richtig verstanden, weil die kommen wirklich. Also doch mittlerweile kommen sie auch schon mit emotionsgeladenen Bildern daher, aber die stellen immer noch die technischen Details in den Vordergrund. Ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich dir sehr stark widersprechen. Ich habe auch letztens einen Beitrag rausgebracht, bei einigen Plattformen auch veröffentlicht. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Asiaten bessere Bilder haben als die Händler, die in Deutschland verkaufen. Und wir können gerne den Test machen. Du kannst bei Amazon eingeben Bluetooth-Headset. Und wenn du in den ersten 4 Seiten einen Händler aus Deutschland findest, geh mit zusammen trinken und ich gebe einen aus. Gibt's nicht. Wir können das live machen. Gibt's nicht. Wirst du nicht finden. Wirst du nicht finden. Warum nicht? Es gibt hunderte Händler, die in Deutschland Bluetooth-Headset verkaufen. Wieso sind sie in den ersten 4 Seiten in der organischen Suche nicht auffindbar? Ja, aber das liegt, glaube ich, nicht daran, dass es an den Fotos liegt. Aber hast du dir die Bilder mal angeschaut? Ich gucke mir viele Bilder an. Ich gebe dir vollkommen recht, die Bilder sind gut, ohne Frage. Ja. Die sind geil, die sind absolut geil. Deswegen sage ich, die wissen schon so ein bisschen, was sie tun, die werden immer besser. Davon die Texte sind rottenschlecht. Die Texte sind rottenschlecht. Ja. Von Chinesisch in Bulgarisch, von Bulgarisch in Sri Lankisch und dann auch auf Deutsch übersetzt. Da erkennst du fast kaum was wieder. Ja? Oder es gibt Agenturen, die das zum Teil machen. Aber die Bilder, die sind klasse. Und der Kunde kauft über die und das ist halt der Beweis, dass der Kunde sich kaum noch Texte durchliest. Er schaut nur, was oben Amazon präsentiert, anklickt, sich die Bilder anschaut, alle Fragen beantwortet in der Galerie, alles klar, in den Warenkorb und tschüss. Morgen ist es sowieso da, ich habe Prime. Genau, ich kann es auch zurückschicken. Das ist der Beweis dafür. Zeig mal ein paar Bilder. Also wenn wir jetzt schon mal darüber sprechen, dann teile mal deinen Bildschirm und zeig uns das doch mal. Und dann können wir vielleicht auch direkt drüber plaudern und sagen, was ist so besonders gut daran, wenn wir uns jetzt gleich nochmal einen Händler aus Deutschland anschauen. Also gehen wir einfach auf Seite 5 oder 6, dann haben wir vielleicht die deutschen Händler. Ich schalte mal um auf deinen Bildschirm, ja? Kannst du machen. So, wir sind gerade hier auf zeopictures.de, das ist meine Seite. Und ich habe hier einige Bilder als Referenzen von einigen Händlern. Wo ich die Bilder schön finde, sind zum Teil auch ein bisschen älter, aber ich habe sie trotzdem noch in den Referenzen noch mit bei. Ich hatte einfach leider keine Zeit gehabt, das Ganze zu ändern. Wir können einfach mal
durchgehen und das Ganze uns ein bisschen genauer anschauen. Wir zeigen zum Beispiel hier, wie einfach der Verschluss ist, dass es halt dynamisch ist und der Verschluss, der Sicherheitsverschluss, also da kippt dann auch nichts raus. In den weiteren Bildern zu diesem Produkt übrigens bin ich darauf eingegangen, da sehen wir eventuell auch gleich, dass da noch ein Ventil ist und so weiter und so fort. Das sehen wir dann uns gleich an, weil ich versuche, oder bleiben wir erstmal bei dem Bild, ich versuche nicht alle Informationen in einem Bild zu packen, weil dann ist die Spannung weg und der Kunde scrollt sich nur noch, schaut sich noch irgendwelche Bilder an, wo man das Produkt so hält und dann das Produkt so hält und dann liegt es in der Wiese. Nee, ich versuche die Spannung vom Titel bis zum letzten Bild aufrecht zu erhalten, damit der Kunde immer einen Grund hat, weiterzuklicken, bis die Kaufentscheidung auch wirklich sitzt. Dieses Bild, das ist eines meiner besten Bilder, die ich bisher, glaube ich, gemacht habe. Es geht um diese Bratpfanne. Der Kunde hat uns gesagt, die Pfanne besteht aus 5 Schichten. Klar, ich hätte einfach die Bratpfanne fotografieren können, die Schichten einfach aufschreiben können. Also einfach so bam, 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 bam und fertig ist. So, ich dachte mir, das wirkt ein bisschen zu langweilig. Ich versuche mal etwas, was ich vorher noch nicht gemacht habe, und zwar das Ganze quasi als Layer, also als Ebenen übereinander oder in dem Falle voreinander oder hintereinander aufzuzeigen, damit der Kunde auch dieses Visuelle hat. Deswegen meinte ich ja, er braucht jetzt nicht einfach sich die Texte durchzulesen. Sobald er liest 5 Schichten, er sieht hier die 5 Schichten, also visuell dargestellt, dann weiß er schon automatisch, es handelt sich um mehr als nur eine einfache Bratpfanne. Ne? Übrigens, wir haben auch von dieser Firma diese Bratpfanne zu Hause geschenkt bekommen. Die ist wirklich klasse. Also die hält auch 3-stelligen Preis, aber 1A die Qualität. Die können wir uns auch nochmal verlinken. Alright. So, warum bleiben wir bei diesem Bild? Eine Sekunde, da muss ich jetzt nochmal einhaken. Jetzt haben wir ja doch ziemlich technische Fotos. Das sind ja keine Emotionen, das ist ja mehr rein informell. Genau. Wenn wir jetzt mal von der Reihenfolge vorgehen, beim Hero Image, das ist weißer Hintergrund, da können wir nicht viel machen. Ja, genau. Das sind ja so Bilder, ab der Bild 2 können wir ja schon ein bisschen mehr uns da auslassen in Form von Stimmung, von Information. An welcher Position würdest du so ein Bild packen? Also ein informelles Bild? Ganz nach unten, ganz nach oben? Es kommt darauf an, wie viel, also erstmal der Händler selbst entscheidet, welches Bild er wo packen möchte. Manchmal gebe ich aber auch meinen Tipp, schreibe ich dann in der E-Mail, ich würde dann Bild 1 da nehmen, Bild 2 da nehmen oder ich nummeriere sie mit dem Hintergrund, weshalb, warum, wieso. Aber der Kunde, also mein Auftraggeber, der Händler ist dann frei und kann nach seinem Ermessen dann die Produkte, die Bilder einsetzen, in welche Reihenfolge er möchte. Ja, aber es ist deine Expertise. Du sagst, okay, wenn wir den Spannung aufbauen, was du vorhin schon sagtest, dann ist es aus seiner Erfahrung gut, wenn Bild 2 so aussieht, dass Bild 2 vielleicht noch informell ist und dann geht es so langsam in den Stimmungsteil über oder halt auch umgekehrt. Genau, warum? Also ich zum Beispiel, du hast jetzt gesagt, diese Pfanne ist zu technisch. Wenn man sich den Preis für diese wirklich sehr hochwertige Bratpfanne anschaut, dann ist das keine Bratpfanne, die du bei Aldi kriegst für 6er-Set für 29,90 €. Das ist nicht so ein Ding. Das heißt, wenn ich dem Kunden von vornherein triggern möchte und sagen möchte, ey, schau dir die weiteren 6 Bilder an, es wird sich lohnen, dann muss ich ihm doch einen Grund geben, weil die Pfanne ist nicht günstig. So, wie halte ich ihn fest? Ich gebe ihm von vornherein einen Köder, dass er von vornherein schluckt, das nimmt er und sagt, okay, das ist eine sehr hochwertige Bratpfanne, jetzt schaue ich mir gleich noch die restlichen Sachen an. Ne? Hier sage ich ihm erstmal unbegrenzt wieder beschichtbar, das macht der Händler selbst, du kannst deine Bratpfanne hinschicken und er beschichtet sie wieder neu und schickt sie dir wieder zu. Dann sind da noch die weiteren Schichten, die dreifache Antibehaftungsschicht, Edelstahlschicht, leitende Aluminiumschicht, leitende da haben wir das zweimal, das ist jetzt in dem Bild jetzt gerade ein Fehler, aber wir haben das damals korrigiert. Und dann noch die induktionsfähige Edelstahlschicht. Das heißt, diese Bratpfanne ist, die kann man benutzen auf alle möglichen Herden, ob das ein Gas ist, ob das Elektro ist, Induktion etc. Die funktioniert überall, sogar im Ofen. Warum? Weil da ist nirgendwo etwas, was aus Plastik ist. Bei der Teflon, jetzt weiß ich nicht, da muss ich meine Frau so fragen, ob das auch für den Ofen geeignet ist, aber die andere Edelstahl-Variante, die kann man auch im Ofen benutzen zum Beispiel. Okay. So. Ein anderes Produkt, wie wir gerade gesprochen haben, ich sage nicht die Zusammensetzung von einem Arganöl, sondern ich sage, wie schön du danach aussiehst. Genau das gleiche Beispiel. Welche Vitamine da drin sind, das ist zwar erwähnt, aber was ist hier im Fokus? Was siehst du als allererstes? Siehst du das Vitamin E oder siehst du, dass es Pickel und andere Hautunreinheiten beugt? Du siehst eine schöne Frau, eine glatte Haut, eine glatte Haare, schöne Nägel. Ne? Und darauf kommt es an. Wir wollen dem Kunden oder in dem Fall die Kundin sagen, hör zu,
nette Dame, wenn du diesen Arganöl benutzt, dann hast du diese Vorteile, die dann auch bei dir kommen werden oder könnten. Also ich bleibe erstmal im Konjunktiv, nicht, dass mich jemand hier anklagt. Ich bin auch nicht der Inhaber des Produkts. Also. Konjunktiv. So. Nein. Also das sind ja mal ganz schlechte Formulierungen. Ne? Aber ich gebe dir schon recht, weil was mir jetzt gerade eingefallen ist bei diesem Bild, wenn du nochmal zurückgehen kannst, dann ist es ja so, da werden ja schon Aussagen getroffen über die Wirkung dieses Produktes. Und da muss man ja auch mit dem Kunden sprechen und sagen, hey, darf ich diese Aussagen überhaupt treffen? Ja, genau. Ich hatte neulich zum Beispiel einen, das muss ich noch gerade erzählen, wie heißt das, Q10 ist da, glaube ich, diese faltenreduzierende Creme-Technologie, ne? Der Inhaltsstoff. Die gibt es auch für Männer, die benutze ich zum Beispiel selber auch. Genau. So, und der wollte so eine Creme, so eine Faltencreme in China herstellen und wollte dann auch draufdrucken, eben Falten reduzierend. Aber ohne da irgendwann mal einen dermatologischen Test gemacht zu haben oder das auch labortechnisch bewiesen zu haben. Und das sind solche Sachen, das darfst du halt nicht. Ja, das ist zertifiziert, das Produkt. Wir haben auch die Zertifikate für ihn gedruckt, also in den Bildern. Ja, also wie gesagt, es ist ja von jedem Produkt nur ein Bild, was ich als Referenz reingenommen habe. Ich kann ja nicht die gesamten Bilder von einem Händler reinsetzen. Da wird es eventuell Probleme geben. Deswegen benutzen wir wirklich nur ein Bild und zeigen halt die Referenzen. Und dann kann man, wenn man das Arganöl eingibt bei Amazon und man weiß jetzt, wie die Flasche aussieht, dann weiß man, dass die Arbeit von uns ist. Also das ist jetzt kein Problem. Alright, good. So. Wir haben natürlich auch noch, ich zeige das einfach mal so, ein bisschen im leichten Schnellvorgang zum Beispiel. Ja. Wir haben zum Beispiel hier eine Zahnseide. Was eine Zahnseide ist, weiß ich. Jeder weiß es. Aber warum haben wir dann hier, was sind hier die wichtigsten Punkte, was du dir sofort anschaust oder was du sofort verstehst, worum es hier geht? Erstmal, es ist 30 Meter lang. Das heißt, wenn ich jedes Mal so 40 Zentimeter rausziehe, dann kann ich mir vorstellen, wie lange das andauern würde. Und vor allem, und was sehr wichtig ist, was sofort ins Auge fällt, sie schmeckt nach Pfefferminz, nach Minze. Ach, das hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Okay. Genau. Und das haben wir direkt im Bild mit eingebaut, dass der Kunde direkt merkt, okay, das ist nicht nur eine Zahnseide, sondern sie hat auch noch einen Geschmack nach Minze. Ja. Man fühlt es, man schmeckt es auch ganz deutlich. Lass uns mal über dieses Bild reden. Da bin ich jetzt neugierig. Du schreibst 30 Meter. Diese Zahl ist für mich jetzt nicht sagen, weil ich weiß nicht, 30 Meter, was 30 Meter, das Band, okay, was bringt mir das? Wenn da jetzt stehen würde, zum Beispiel Vorratspackung 2 Monate, wenn man das ausrechnen könnte, du sagtest ja, man nimmt so, keine Ahnung, 10 Zentimeter oder 20 Zentimeter im Schnitt und man macht das zweimal am Tag, dann kann man ja sagen, das hält so und so lange, so und so lange hast du was. Das haben wir besprochen, das ist auch eine vollkommen legitime Frage, aber dann stellt sich die Frage, ist das ein Ein-Mann-Haushalt, 3-Mann-Haushalt, 4-Mann-Haushalt, benutzen das alle nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen, nach dem Abendessen und so weiter, dann müssen wir auch irgendwo eine Richtzahl geben und dann wird das irritieren. Sage ich aber 30 Meter, dann weiß ich ganz genau, ich habe 4 Leute zu Hause oder 5 Leute oder 2 Leute, wir benutzen das einmal vorm Schlafen gehen oder wir benutzen das 3-mal am Tag, dann weiß jeder für sich, wie lange es hält. Okay, ja. Also ich würde zum Beispiel schreiben, bis zu 30 Tagen. Ne? Vorratspackung bis zu 30 Tagen. Aber gut. Bei anderen Produkten haben wir das, bei diesen Airsprays, diesen Airwicks, kompatible Airwicks, was man für den Raumspray benutzen kann, da kann man das zum Beispiel schreiben, wenn man das auf die höchste Stufe stellt, dann hält es bis zu 60 Tage und dann kann man wirklich getrost schreiben, bis zu 60 Tage Frische. Und dann ist das auch nicht gelungen, außer du holst die jetzt raus und machst drückst die ganze Zeit drauf, dann ist es was anderes. Aber wenn du es in diesem Automat, in diesem elektrischen Automat stellst und der sprüht alle 30 oder 40 Sekunden oder alle einmal die Minute, dann hast du wirklich eine garantierte Zeit bis zu 60 Tage und dann ist es auch vollkommen richtig, diese Zahl zu verwenden, ohne dass du eine negative Bewertung dafür kriegst. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage, jetzt lizenztechnisch, diese Frau ist wahrscheinlich nicht deine Frau. Ja, das heißt, wahrscheinlich ein Stockbild irgendwie, ja? Alles. Die, darf ich die einfach benutzen für mein Amazon-Listing? Ja, natürlich. Also was heißt natürlich? Wir haben natürlich spezielle Verträge. Das ist jetzt nicht so, dass wir einfach auf die Jagd gehen und sagen, was ist das schönste Bild und das klatschen wir irgendeinem Amazon-Händler und er kassiert eine Abmahnung. Sowas machen wir natürlich nicht, um Gottes Willen. Das sind alles lizenzierte Bilder, die lassen wir auf uns lizenzieren und der Kunde, also das ist alles im E-Commerce-Bereich oder allgemein im Business-Bereich komplett lizenziert. Man kann sich das bei Envato zum Beispiel anschauen, bei Elements, da haben wir Verträge bei Adobe Stock oder Shutterstock verwende ich nicht so viel, es ist viel zu teuer, es ist teurer als andere
andere Agenturen. Da gibt es auch günstigere Agenturen, wo man wirklich damit besser zurechtkommt. Ja, ja. Ja, weil man überträgt ja im Prinzip die Lizenz, die Verwendungslizenz auch an Amazon. Ich weiß gar nicht, wie das denn überhaupt lizenztechnisch zu lösen ist. Aber da habt ihr sicherlich euch erkundigt, da wird das schon so richtig sein. Ja, also laut Element Envato ist es zum Beispiel so, dass die Lizenzierung weitergeht. Und deswegen lizenzieren wir das auch jeweils auf den einzelnen Namen. Falls es später Nachfragen gibt, dann weiß ich Hans Meier. Also meistens schreibe ich Datum oder Projektnummer oder Rechnungsnummer intern. Mhm. Und dann weiß ich ganz genau, wer zu wem zuzuordnen ist. Ah, okay, alles klar. Gut, gut. Das heißt, ihr besorgt die Stockfotos, das macht jetzt nicht euer Kunde. Manchmal ist es auch so der Fall, dass der Kunde ganz spezielle Stockbilder benötigt und nur diese, und er hat selber auch einen Account bei irgendeiner Plattform, und dann schickt er uns auch die Bilder oder gibt uns die Zugangsdaten und wir laden uns die Bilder. Sowas gibt es auch, sowas haben wir auch oft gehabt. Mhm. Aber die große Ausnahme ist es schon. Ja. Okay. In der Regel kümmern wir uns darum. Gut, dann lass mal weitermachen. Dieses Bild zum Beispiel mit dem Händler. Wir haben uns auch sehr gut inzwischen angefreundet. Das ist zum Beispiel, das Bild erklärt auch sehr viel auf einmal. Ja. Das ist, glaube ich, jedem passiert. Und als ich selber persönlich erfahren habe, dass es überhaupt sowas gibt, war ich auch sehr froh. Ich kannte das Produkt gar nicht. Er ist Bestseller bei Amazon, auch bei eBay. Der ist auch hier in Berlin der Händler. Wirklich ein Top-Dufter-Typ. Eine Ankunftskarte, also diese blaue Karte, die vergisst man ab und zu. Da hat man direkt das Knöllchen. So, was kann man dagegen unternehmen? Dieses Produkt wird oben an der Windschutzscheibe angebracht und das sagt automatisch, wann bist du angekommen in diesem Display, und dann hast du nie wieder Strafzettel. Mhm. Punkt. Auf den Punkt gebracht. Das ist wirklich schön gemacht, weil man kann das relativ gut erkennen. Der kriegt hinten im Hintergrund, hat er gerade einen Strafzettel, den er sich da wegpickt von seiner Windschutzscheibe. Ankunftszeit ist durchgestrichen und da haben wir so eine Digitaluhr. Das ist zum Beispiel so ein Foto, da erfasse ich sofort, was es ist, was es bedeuten soll. Genau. Da brauche ich die Schrift oben auch gar nicht mehr. Nie wieder Strafzettel wegen einer vergessenen Parkscheibe. Das ist völlig unnütz. Manchmal macht man das, wenn jetzt der Auftraggeber eventuell darauf besteht oder so. Das ist kein Problem. Ja. Also das habt ihr gut getroffen. Ja, das finde ich ganz gut. Also das mit der Parkscheibe. Das ist eine ganz, ganz spezielle Geldbörse, wo ich die Benutzung erstmal, also der Händler war hier bei mir vor Ort und ich habe das per Video aufgenommen, um zu verstehen, wie überhaupt diese Geldbörse funktioniert. Obwohl ich selber sehr viele Geldbörsen verkaufe. Also du persönlich, wir kennen uns ja, du weißt ja, mit was ich handle. Ich handle mit Geldbörsen. Mhm. Aber diese Geldbörse, die kannte ich bisher nicht. Und diese Geldbörse kann man auch an seinem Gürtel, an seiner Gürtelschnalle noch anbringen. Man kann die Scheine auf verschiedenste Arten und Weisen anbringen, die Karten und so weiter, und dies von beidseitig benutzen. Also von oben und von unten kann man Geld reinbringen. Deswegen wollten wir das so darstellen, dass der Kunde sofort erkennt, wo die Karten reinkommen, was ist überhaupt griffbereit, wo ist der Münzfach und so weiter und so fort. Und das haben wir halt in diesem Step-System, also von oben, da kommen die Karten rein, deine Bankkarte, AOK, Führerschein etc. Dann hast du deine Scheine, die kommen so rein. Oder zum Beispiel, stattdessen packst du das an deinem Gürtel, dann hast du es immer bei dir. Und von der anderen Seite, also da, wo die Münzen rausgucken, da hast du dann deine Münzen. Wenn du jetzt irgendwie 2-3 Euro, das ist ein ganz kleines Slim-Börse für Leute, die wirklich sehr minimalistisch unterwegs sind, geeignet. Es ist jetzt nicht die universale Geldbörse, die jeder hat, aber dafür gibt es Bedarf. Und diesen Bedarf muss man auf diese Art und Weise so erklären, dass ausgerechnet dieser Kunde, der sich in diesem Nischenbereich bewegt, sich angesprochen fühlt und diese Geldbörse auch wirklich kauft. Darauf kommt es an. Ja, das macht Sinn. Okay. Genau. Was haben wir noch zum Beispiel? Das ist übrigens die Bratpfanne, wo du gefragt hast. Also wie gesagt, wir haben da noch verschiedene Bilder von ihm. Aber jetzt sehe ich das gerade mit der Maske. Ja, das also. Ja. Diese Maske, war das jetzt eine Vorgabe von dem Kunden oder habt ihr euch das Bild rausgesucht? Wir haben uns das Bild rausgesucht, weil es, also erstens, ein Freund von mir arbeitet in der KfW-Küche. Ja. Es ist eine reine persönliche Erfahrung. Der arbeitet hier in Berlin in der KfW-Küche und er gehört zu der oberen Leitung. Und wir haben uns irgendwie zufällig unterhalten, das ist schon ein bisschen länger her. Und er meinte, die meisten Köche während des Kochens müssen auch unter anderem eine Maske tragen, damit, wenn jetzt Gourmet-Rezepte oder wie auch immer erstellt werden, dass da wirklich zu 100% alles clean ist. Gerade wenn jetzt irgendwie jemand krank ist oder wie auch immer, die tragen immer eine Maske oder die meisten, gerade die am Herd stehen, die tragen immer eine Maske. Und als das Bild kam, der Auftrag ist während der Corona-Zeit entstanden. Und
Ich glaube, das wird noch ein bisschen länger andauern, die Corona-Geschichte. Deswegen haben wir auch dieses Bild genommen. Das ist auch zum Teil eine Saison oder ein Ereignis, womit man sich auch identifizieren kann. Jetzt positiv oder negativ sei erstmal dahingestellt. Es geht um die Aktualität zum Beispiel. Genau. Okay, also ich würde das zum Beispiel niemals tun, diese Maske nehmen. Ich würde das immer ohne Maske machen, weil diese Maske ist halt befremdlich. Da fühlt man sich dann direkt nicht mehr wohl, weil die Maske geht jeden auf die Nerven. Und für mich, wenn ich einen Menschen mit Maske sehe, das geht vielleicht dir auch so, fühlst du dich erstmal unbehaglich, ja, weil du das schlechte Genau. Gefühl hast, diese Maske selbst tragen zu müssen, ne? Richtig. Aber gut, das war jetzt nur, ich wollte So, nur was wissen, sagt dir warum. dieses Bild aus? Was sagt dir dieses Bild aus? Was erkennst du sofort? Naja, dass ich da gerade das Portemonnaie schnappt. Nee, der will, glaube ich, nicht schnappen. Das geht irgendwie um Funkwellen, glaube ich, wahrscheinlich. Ne? So, der liest quasi über Funk deine Kreditkartendaten aus. Ja, Er genau. kann bis zu einem gewissen Betrag von deinem Konto abheben, ohne dass du es merkst. Ja, Er berührt genau. dich nicht mal. Das ist der Vorteil von RFID-Karten, also ein RFID-Blocker-Karten, die man dann selber verwenden kann. Ja, Ja, genau. also das Bild, man sieht eine fremde Hand, sie kommt mit einer bestimmten Software, mit einem NFC-Chip-Auslesegerät, und dann kann man einfach die Daten auslesen. Und dann ist da noch ein Schloss, ne? Wie man das so schön sehen kann, hier ist noch ein Schloss mit Ja. dem WLAN, also mit dem Signalzeichen, und dann weiß man genau, worum es geht. Und wenn man natürlich da ein bisschen genauer lesen möchte, dann kann man sich das unten nochmal alles in Ruhe anschauen. Okay. Ja, also auch ein gutes Bild. Also Genau. das ist das so, ich glaube, das ist für jeden dann irgendwie schon eine unangenehme Situation, dass da jemand hinten an seinen Rucksack dran geht, kann ich mir zumindest vorstellen. Aber Genau, genau. wir wollten doch vorhin noch mal in das Listing gucken, was waren das Bluetooth-Kopfhörer und was die Asiaten so gut machen. Listingbild, was erkenne ich auf Anhieb? Ich klicke das Bild erstmal an. So, ich erkenne erstmal die Buchse. Was für ein Strom, ist das Micro-USB oder ist das USB-C-Anschluss? So, und dann die Kopfhörer, dass die jetzt eventuell eine bestimmte Form sehr ähnlich sehen, sei mal dahingestellt. Das ist eine Sache, da müssen sich die beiden miteinander arrangieren. Die beiden heißt So. Apple. Du hast erkannt. So. Dass dieses Bild absolut fake ist, sind wir uns beide einig. Mit diesem Chipsatz und diesem Mainboard und weiß ich das. Und das weiß jeder. Wenn wir das Ding aufmachen, da ist sowas nicht. Das ist ein China-Produkt. Das Ding ist genauso billig wie sonst was. Aber die haben das halt geil aufgesetzt mit dem Chipsatz, Bluetooth 5.0, als würde sowas auf so einem Chip draufstehen. Niemals. Aber es ist halt schön gerendert. Es zeigt dir von vornherein durch die bestimmt. Es zeigt dir also, wenn du drauf drückst, was dann passiert, welche Funktionen da drin sind. Und du siehst, es zeigt dir von vornherein, es ist ohne Latenz 5.0, also das neueste Bluetooth. Und du weißt ganz genau, dass du das neueste und beste Produkt hast. Dass das eine billige Retusche ist, das erkennt jeder Grafiker. Komm, die Aber kommen wenn nicht jetzt aus ein deinem Hause, Kunde, oder? nein, wir arbeiten, also wir haben keine, unsere meisten Kunden kommen hier aus Deutschland. Aber wenn ich jetzt als Kunde, sagen wir mal, so ein Bild mir anschaue, dann überlege ich jetzt nicht, ist das Bild wirklich rein retuschiert oder ist das nicht rein retuschiert. Was ich mich jetzt fragen würde, ist, es sitzt bequem an meinem Ohr, es ist nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz. Es ist ein Hi-Fi-Stereo-Ton und hat zum Beispiel jetzt hier geschrieben, automatische High-Fidelity-Klang, der klarer ist als eine CD zum Beispiel. Der Text ist zwar ein bisschen klein, aber es geht um die Ambiente. Ne? Jemand ist entspannt, relaxed und hört Musik. So, hier genau das Gleiche. Was kriegst du zu sehen? Du kriegst nicht zu sehen, wie viel Milliampere, sondern du kriegst zu hören oder zu sehen, 5 Stunden Wiedergabezeit, 20 Stunden insgesamt an der Ladebox. So, mit Batterieanzeige und so weiter. Das gleiche nochmal als Frau. Die sieht aus, als würde sie gerade joggen gehen oder Fahrrad fahren oder wie auch immer. Das heißt, man suggeriert auch, wenn du dich bewegst, dann fällt das Ding nicht aus dem Ohr raus. Ne? Es ist sehr platzsparend. Du kannst es ich würde jetzt nicht unbedingt jemand von hinten fotografieren, aber es möchte suggerieren, guck mal, es passt überall hin, in jeder Hosenformattasche und so weiter. Und du kannst es überall mitnehmen, ohne dass du irgendwie das Ganze permanent suchen musst. Und hier ganz einfach, Telefon, das ist eigentlich, wofür sie gedacht ist. Das weiß man zwar, deswegen
nehme ich an, das hat man jetzt nicht ganz vorne gemacht, weil mit einem Löffel Essig, also brauchst du nicht unbedingt ein Bild, wo ich mir einen Löffel in den Mund schiebe, sondern erstmal erkläre ich andere Sachen und dann zeige ich ein paar glückliche Leute, die mit einem Löffel essen. Hier auch das Gleiche. Mit einem Bluetooth-Kopfhörer kann ich natürlich auch telefonieren, das ist ja klar. Hat man eventuell deshalb ganz am Ende gestellt, weil man weiß es definitiv. Man möchte erstmal die wichtigen Sachen zeigen, die zum Kauf animieren, wie zum Beispiel, dass du hier bestimmte Touchpunkte hast, wenn du die berührst, dass dann bestimmte Sachen funktionieren, wie einmal tippen, zweimal tippen, lange tippen, links oder rechts oder wie auch immer, dass diese Funktionen erklärt werden, weil du hast ja kaum Platz hier, das ist ja, du hast ja kein Display, ne? Und das wird halt erklärt. Entspannung, wie viel Gesprächszeit, dann eventuell mit der Bewegung, dann platzsparend und natürlich, du kannst damit auch telefonieren, so bis du wirklich kaufst. So, um halt das Ganze so zu verkaufen. Mach mal den nächsten, oder sag mal gerade, stimmt das? Weil du hast es vor, du hast es im 2000er gekauft. Bitte? Du hast es ja gekauft gehabt, das, dieses Headset habe ich gerade gesehen. Ja, okay. Ich habe das, ich glaube, es ist sogar, warte. Ne, muss ich nicht, also ist das wirklich so, ja, ist es so einfach das, oder ist das übertrieben? Nein, ich habe das gekauft, ich habe das ein paar Mal benutzt, es liegt irgendwo in meiner Tasche. Der Grund, was ich das aber nicht unbedingt empfehlen kann, die sind nicht synchron zueinander. Das heißt, du hörst auf diesem Ohr manchmal eine halbe Sekunde früher als das oder später. Okay. Gerade wenn du einen Film schaust oder Musik, dann ist das wirklich sehr asynchron. Das nervt gewaltig. So kannst du das wirklich mit allen anderen Händlern auch vorgehen und dir das auch nochmal alles in Ruhe anschauen. Und du siehst immer, die Vorgehensweise sind wirklich schön. Und das ist das, was ich auch. Das ist ein Titelbild. Man würde sagen, ein Titelbild muss nur das gar reine Produkt zeigen, ohne Schnickschnack und sonst was. Aber es gibt auch Grauzonen. Diese Grauzonen kann man benutzen. Sonst würde ich zeige zum Beispiel, was ich hier oft benutze, das ist hier, um die Faust zu trainieren. Sonst würde ich zeige nur das Ding oder ich zeige zum Beispiel eine starke Hand, die das zusammendrückt. So, genau das Gleiche ist es hier auch. Er zeigt, dass es Funk. Es wird also quasi, pardon, es wird aufgeladen mit Touchscreen und dann unten hast du noch die Ladebalken und dann hast du direkt in einem Bild schon mal zwei oder drei Informationen, die er dir direkt mitgibt. Durch visuelle Signale, ohne dass du sie unbedingt wahrnimmst, weil er kann ja nicht schreiben, Fingerabdruck, dann fliegt das Bild raus, dann darf er das nicht benutzen. Er kann auch nicht schreiben mit Ladebalken, das darf er auch nicht, aber er macht dir dann so eine Bildchen, die dann so leuchten mit so einem Sterneffekt und dann nimmst du das im Bewusst, also indirekt, du nimmst es sofort wahr, ohne diese Texte gelesen zu haben. Und er zeigt dir dann die Größe, er zeigt dir dann zum Beispiel, wie es aufgeacht ist, sogar noch Induktion, ist ja sogar noch besser. Ne? Hier geht es weiter, zum Beispiel, es wird sofort im Telefon erkannt, am besten vielleicht noch, wie das Teil heißt, das ist dann irgendwie Toso 6, T6 oder wie auch immer. Es funktioniert mit allen bekannten Plattformen, wie Windows, Mac, Apple und so weiter. Du kannst, das würde ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, das kann ich dir nicht sagen. Nee, stimmt aber nicht, stimmt nicht. Habe ich probiert beim Testing Tuesday. Ich habe mir so ein Ding bestellt, habe es ins Wasserglas geworfen, war direkt kaputt. Also ja. hat nicht aus. Deswegen, du hast gesehen gerade meine Reaktion. Ja, ja, habe ich live gemacht, das war, hat nicht funktioniert. Den Preis bezweifle ich das. Ja, ihr erkennt auch nochmal. Ich meine, das wird sich keiner merken. Das Einzige, was wir uns merken werden, ist einmal Gespräch annehmen, Gespräch auflegen. Mehr werden muss nicht sagen, dass ich einmal lang, einmal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang. Das ist doch kein Mosotek. Also. Das werde ich mir jetzt nicht unbedingt merken müssen. Aber er zeigt dir halt dadurch unheimlich viele Informationen. Und darauf kommt es an. Und klicken wir uns den auch nochmal an. Und dann stellen wir fest, aha, guck mal. Wieder ein Chinese. Ja, das liegt jetzt an den Bildern. Die Bilder sind gut, die haben aber natürlich deutliche Wettbewerbsvorteile aus anderen Gründen. Das fängt schon bei der Bluetooth-Lizenz an, dass die Händler in Deutschland oftmals dann die Bluetooth-Lizenz mitkaufen und dann sind die preislich so weit weg, dass sie gar keine Chance haben. Ja. Aber wir können uns auch, wenn wir sortieren nach neu eingestellt oder nach niedrigster oder wie auch immer, dann kann man bei sehr vielen Produkten sehen, jetzt nicht unbedingt Bluetooth-Headset, aber auch bei vielen anderen Produkten, ist es wirklich so, dass die Händler, wenn sie selber ihre Produkte machen, und das ist wirklich eine fatale Thematik, die ich wirklich ansprechen möchte, das ist dieser sogenannte Tunnelblick. Wenn ich jahrelang nur darauf fixiert bin, zum Beispiel einen Kühlschrank zu bauen, dann bin ich immer damit beschäftigt, mich mit den Zahlen zu beschäftigen. Ich habe so einen starren Blick, Tunnelblick nennt man das. Ne?
eine Agentur oder eine Firma, die permanent alle möglichen Produkte hat und in jeglicher Hinsicht komplett breit denken muss, wie so ein Adler von oben, dann hast du diesen Tunnelblick nicht. Dann weißt du eventuell Punkte oder du findest neue Punkte, die vorher nicht als Anwendung gedacht waren. Und das beste, bekannteste Beispiel von Otto Kelm mit dem Fahrradlicht zum Beispiel, das hat mich wirklich sehr umgehauen. Das kannst du an einem Rollstuhl hängen und dann ist das ein Rollstuhllicht statt ein Fahrradlicht. Und dann hast du komplett eine neue Anwendung dafür rausgebracht. Und dann kannst du es auch unter diesem Namen auch verkaufen. Und diese Psychologie dahinter, das ist wirklich sehr interessant. Das muss man auch dem Kunden dann auch dementsprechend mitgeben und mitteilen, damit er auch versteht, worum es geht. Ja, das klassischste Beispiel ist wahrscheinlich dieser Laserpointer für die Vorführung. Ja, das benutzen die meisten ja nicht für die Vorführung an einer Wand, sondern die spielen mit ihrer Katze. Ja. Haben wir auch zwei Stück. Aber das beste Beispiel, was Christian Otto Kelm gebracht hat, war, was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, es gibt doch bei McDonald's diese Pommes-Schaufel, die kennst du doch. Ne? Die gibt es auch bei Amazon zu kaufen. Genau, die gibt es auch bei Amazon zu kaufen. Und er hat auch so ein Ding auch, aber nicht für die Pommes, sondern um Kinderspielzeug aufzuräumen, Lego-Teile aufzuräumen. Ja. Ja, so, das ist also bei ihm eine Lego-Schaufel. Also eine Anwendung, wofür es eigentlich ursprünglich nicht entwickelt worden ist, aber jetzt zweckentfremdet, durchaus ein Einsatzgebiet hat, was vielleicht noch viel, viel mehr Kunden erreicht, als wir brauchten zu Hause eine Pommes-Schaufel. Ja, nein, aber wenn man wirklich als Agentur denkt, dann hat man diesen Tunnelblick nicht. Weil wenn du selbst diese Pommes-Schaufel gebaut hättest, dann würdest du sie nur als Pommes-Schaufel verkaufen. Genau. Gibst du sie jemand anderen. Der entdeckt durch Zufall, du kannst damit Spielzeug, du kannst damit Sand, du kannst damit Eis, was weiß ich was, alles Mögliche. Und dann auf einmal steht ein riesiges Gebilde an verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, was der Kunde von vornherein gar nicht kannte. Und das sind Kaufreize, das sind Kaufanreize. Sehr schön, genau. Alright, also sehr, sehr spannend, hochinteressant. Ich glaube auch, dass die Reihenfolge sehr wichtig ist, was du schon gesagt hast. Man muss es einfach mal testen. Genau, macht ja AP-Tests, einfach zu gucken, wie ist die Conversion, wenn ich die Reihenfolge der Bilder verändere. Um so die Customer Journey so ein bisschen zu testen? Bei dem Titelbild machen wir das. Zum Beispiel ein bekanntes Beispiel mit einem Kunden, der ein Messerset verkauft. Das ist wiederum diese typische Verkaufspsychologie, was ich angesprochen habe. Bei der Verkaufspsychologie ist es wirklich so, es gibt so ein Modell, das kann man im Internet rausgoogeln, das nennt man SOR, also Stimulus, Organismus und Reaction. Und wenn man sich ein bisschen so damit beschäftigt und sich diese Studie daraus durchliest, ist auch ein Wikipedia-Eintrag darüber, da kann man erkennen, man setzt bestimmte Signale, die eben bewusst wahrgenommen werden. Das ist dann quasi der Stimulus, also der Reiz. Und dann gibt es halt der Organismus, das ist der Mensch oder beziehungsweise, also ich deklariere es als Mensch, der nimmt diese Signale auf und dann kommt die Reaction, also die Reaktion. Und das ist dann halt die Kaufentscheidung. Wir haben einfach durch den AB-Split-Test wollten wir sehen, was kauft man oder besser gesagt, unter welchen Bedingungen kauft man dieses Messerset? Einmal mit dem Steakfleisch und einmal mit dem Gemüse. Es gibt Vegetarier oder Veganer und es gibt halt natürlich die normalen Fleischesser. Wir wollten also sehen, welches Bild besser konvertiert, mit Fleisch oder mit Gemüse. Der Großteil der Menschen, die in Deutschland leben, sind Fleischesser, richtig? Gehe ich mal von aus, ja. Das Bild aber mit dem Gemüse hat besser konvertiert. Man kann jetzt natürlich sagen, dass die Vegetarier Besserverdiener sind, weil sie es sich leisten können, eher Gemüse zu kaufen. Gemüse ist günstiger als teurer als Fleisch. Da gibt es viele Studien. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber wir haben festgestellt, dass das Bild mit dem Gemüse besser konvertiert hat als das Bild mit dem Fleisch. Und obwohl das ist ein Steakmesser, du hast ein Filetmesser drin, du hast ein keine Ahnung was Messer drin. Und die sind auch so benannt. Aber das Titelbild ist einfach mit so einem Haufen Gemüse und dann hast du den Success-Set als Messer. Und das Bild hat besser konvertiert als das andere. Super spannend. Also das glaube ich auch. AB-Test ist, glaube ich, super wichtig. Ja. Mit dem Hero-Image natürlich, aber ich glaube auch, man sollte mit der Reihenfolge einfach in der Bilder mal ein bisschen spielen, für die Customer Journey zu gucken, okay, wo holt man die Kunden eigentlich ab? Ja, genau. Ich glaube, es ist bei Frauen auch ganz anders als bei Männern zum Beispiel. Also ich will wissen, wenn ich ein technisches Gerät kaufe, eben klar, wie viel Speicherkapazität hat das? Ja, das ist super. Zum Beispiel Apple macht das bei dem iPod. Ja, bei der Vorführung des iPods hat der Steve Jobs nicht gesagt, das Ding hat 1 Gigabyte Speicher. Der hat gesagt, 100 MP3. Der hat, glaube ich, gesagt, 1000 Songs in der Hosentasche.
Ja, genau. Und das wollen die Leute hören. Genau. Das wollen die Leute hören. Das ist in der Verkaufspsychologie, was wir benutzen. Wir haben den Kontrasttrick, wir haben den Expertisentrick, wir haben noch andere Tricks, wo wir halt immer versuchen, das Ganze ein bisschen mit einzusetzen, den sozialen Trick bei bestimmten Produkten, dass man sich halt ein bisschen so abheben möchte und zeigen möchte. Wir haben zum Beispiel, es gibt auch vieles, was in der Kuriosität zum Beispiel ist. Man muss sich selbst als Kunde, also als Endkunde, also die Ich-Perspektive, man muss sich angesprochen fühlen und natürlich sehr wichtig ist, niemals zu sagen irgendwie nein oder keine. Also zum Beispiel dieses Bild als bestes Beispiel, wenn da jetzt keine Batterie drin wären, wenn du jetzt meinen Bildschirm freigeben würdest, ich möchte nur kurz auf dieses Bild eingehen, so, wenn jetzt hier keine Batterie drin gewesen wären, was wäre der häufigste Fehler, was der Kunde, also der Händler in seiner Beschreibung schreiben würde? Achtung, Batterie nicht im Lieferumfang enthalten. Mhm. So, nehmen wir, was machen wir? Wir sagen Lieferumfang, Fernbedienung, Stromkabel, Satellitenreceiver, Bedienungsanleitung, Verpackung. Wir erwähnen die Batterie nicht. Mhm. Wir haben nicht geschrieben, keine Batterie, aber wir haben sie nicht erwähnt. Mhm. Okay. Achtung, kaufen Sie nicht, wenn Sie unbedingt eine Batterie erwarten. Achtung, wir haben keine Batterie. Achtung, dann kannst du direkt dem Kunden sagen, geh woanders kaufen. Ist doch genau das Gleiche. Okay, ja, verstehe ich. Massive Negation, eventuell noch rot unterstreichen, was viele eBay-Händler zum Beispiel machen. Da muss man wirklich drauf Acht geben, nicht unbedingt diese Negation sehr groß schreiben. Man muss immer wirklich versuchen, die Information oder die Produktbestandteile, die nicht im Produkt enthalten sind, nicht mit Achtung nicht vorhanden zu erwähnen, sondern einfach nur zu schreiben, dieses Produkt besteht aus Bestandteilen 1, 2, 3, 4, 5 und fertig. Mhm. Sehr gut, ja, genau, sehe ich auch so. Alright, gut. Ja, dann haben wir die Stunde schon fast rum. Möchtest du noch irgendwas zusätzlich sagen? Jetzt am Ende hat ja jeder meiner Gäste noch das letzte Wort. Ich möchte gerne zu all den Händlern sprechen, die auch gerne selber ihre Produkte fotografieren möchten. Beachtet immer, dass ihr, wenn ihr in eine bestimmte Produktnische jahrelang fotografiert, beziehungsweise jahrelang gearbeitet habt, dann kennt ihr euer Produkt eventuell sehr gut. Ihr habt die Expertise dazu. Ihr wisst, wie das Produkt entwickelt werden muss, welche Sicherheiten gebracht werden müssen, Zertifikate etc. pp. Aber euch fehlen zum Teil Kenntnisse in bestimmten anderen Bereichen. Versucht nicht immer das Ganze drumherum alles in perfekter Form zu lernen, wenn ihr unbedingt Bestseller werden wollt. Für jeden Bereich gibt es Expertise und in jedem Bereich gibt es Firmen und Leute, die sich wirklich nur darauf spezialisiert haben. Genau mit dem Beispiel mit dem Formel 1, dass ich gesagt habe, nur der Fahrer alleine reicht nicht, nur das schnellste Auto alleine reicht nicht. Die Komponente aus allen Bereichen miteinander sind erst dann möglich, wenn, nur dann kann man den ersten Platz gewinnen. Und der Bestseller-Rank bei Amazon, wir wissen alle, wenn du den Bestseller-Status in eine starke Kategorie hast, dann verkaufst du fast genauso viel wie alle anderen zusammen. Und darauf kommt es halt an, wirklich jede Sparte von einem Experten machen zu lassen, ob das nun die PPCs sind, ob das die Texte sind, die Bilder sind, die Produktrecherche oder, weil nur dann kann man wirklich stark wachsen und wirklich Gas geben nach vorne. Jawohl. Alright, schönes Abschlusswort. Vielen Dank nochmal für deine Zeit. War mir eine Freude, hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe selbst viel hierbei gelernt heute. Und genau, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder dann mit unserem Interview, was wir machen wollten. Wie baue ich mein eigenes Fotostudio auf? Alles klar. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.